Willkommen zurück im verschneiten Himmelsrand. Ja, wir wollen unsere Expedition hier in die Berge weiter fortführen, denn wir wollen ja die Graubärte besuchen. Wir wissen ja aus den letzten Folgen, wir sind alleine unterwegs, das ist eine neue Aufnahmesession hier. Ja, wir gucken mal, ob wir da dann letzten Endes mal hochkommen irgendwie oder mal ankommen. Irgendwie ist hier sittig. Da hinten geht's weiter. Okay, ist ein bisschen ungewöhnlich, hier lang zu gehen. Sieht nach wie vor schön aus. Es ist verschneit, es ist kalt, das soll uns aber nicht stören. Ne, das war Schleichen. Hier kann ich irgendwas mitnehmen. Schneebären. Ja, dann wollen wir mal gucken, was uns hier auf unseren Reisen noch erwartet. Kann ich hier abkürzen? Kann ich da hoch? Weiß man nicht, ne? Naja, wir gehen mal weiter. Dann können wir hier nämlich auch diese Steine mitnehmen, die uns irgendeine Geschichte erzählen. Da sitzt wieder wer. Guten Tag. Der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodka emporsteigt. Ja, bitte? Habt ihr die Graubärte Dovahkiin rufen hören, also uns? Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Es ist wirklich aufregend. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Tja, die haben übrigens nach mir gerufen. Wer seid ihr denn überhaupt? Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn es recht ist. Ist in Ordnung, wolltest du deinen Lebenslauf hören? Ist schon okay. Was machst du denn da? Auf den Stufen. Ich meditiere über die Symbole. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Du solltest dir mal lieber einen Kopf über die Drachen machen. Ja, nicht mach dir einen Kopf über die Drachen. So, lass mich auch mal lesen hier. Kine wandte sich an Parturnax, der Mitleid mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie den Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Daraufhin wütete der Drachenkrieg. Drachen gegen Zunge. Oh, es wird ja immer epischer, umso höher wir kommen. Okay, lassen wir die Alte hier in Ruhe. Die muss ein bisschen klarkommen auf ihr Leben und so weiter. Ja, und wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Gucken, wir müssten bald mal wieder einen Wolf treffen, glaube ich. Hier abstürzen wäre auch nicht so geil. Also versuchen wir hier auf dem Facht zu wandeln. Facht! Da, ein Ziegenbock! Ziegenböck! Haut der ab von einem Wolf? Sieht so aus, als wenn er so ein bisschen am Rennen ist. Oh, wir müssen natürlich durch eine Höhle. Na klar! Können da nicht einfach so hochgehen, wir müssen durch eine Höhle. Ich hoffe nur, wir treffen keinen Troll. Ja, mit dem habe ich echt Probleme. Weil der halt enorm stark ist, das haben wir ja schon gesehen. Ich gehe jetzt einfach mal an dem vorbei, dumm. Aber ich glaube, er interessiert sich für uns. Ich werde das hier trotzdem lesen. Die Menschen siegten, sie schrien Eidium aus der Welt und sie bewiesen, dass ihre Stimme auch stark war, obwohl sie viele Opfer zu beklagen hatten. Okay, und jetzt schnell. Au. Okay, ich bin tot. Ich hätte vielleicht nicht lesen sollen. Blöder Troll. Ja, was soll man gegen die machen? Die sind voll stark. So weit sind wir noch gar nicht. Aber ich muss jetzt auf diesen Berg hoch. Also von daher, ich müsste irgendwie so einen Zauber haben, dass der halt flieht 30 Sekunden oder was ich da nicht alles habe, ne? Müssen wir gleich mal gucken. Ich hoffe nur, wir müssen jetzt nicht wieder von ganz vorne starten, wenn ja. Ja, doch, müssen wir. Wie war denn das hier? Magie. Wir gucken mal. Raserei, Hellsehen, Heilung. Unerbittliche Macht. Diese Stimme ist, Magische sind all jenen zur Seite. Zombie erwecken. Raserei. Kampfschrei. Ziele fliehen für 30 Sekunden. Rüstet er jetzt nicht aus. Okay. Magie. Favoriten entfernen. Nein, wir wollen als Favorit. Wie konnte ich denn jetzt auf die Favoriten zugreifen? Da kann man übrigens auch unsere Waffen hinpacken. Mit Q? Ja. Kampfschrei. So. Nö, er rüstet den irgendwie nicht aus. Ach so, den habe ich jetzt auf Y, den Schrei. Wollen wir mal gucken, ob das klappt. Jetzt müssen wir da leider nochmal hoch. Hat sich noch nicht so gelohnt, die Folge. Außer, dass ich ein bisschen Quatsch erzählt habe. Ja, blöde Trolle. Also ich versuche den jetzt gleich mal anzubrüllen. Wenn nicht, müssen wir versuchen, an dem vorbeizurennen oder so. Ich glaube auch nicht, dass der Troll sich davon beeindrucken lässt, wenn wir den anschreien. Ich glaube, da rufen wir wieder Foot, ne? Oder so, ne? Fuß. Ist das der Fußschrei?
Wir schauen gleich mal. Jetzt müssen wir erstmal wieder schnell zu dem Troll gelangen. Wo ist sie denn hin? Ach, da ist sie wieder. Wollte gerade sagen, hatte sie keinen Bock mehr oder was? Ja, oder man rennt mit dem Troll einfach hierher, dass er ihr mal eine reinhaut. Aus Meditationsgründen. Gut, den anderen Schein haben wir ja gelesen. Das Problem ist, der Troll hört ja nicht auf, uns hinterher zu rennen. Also können wir nur hoffen, dass wir dann irgendwann an einem Dorf ankommen, sodass die Wachen sich da wieder drum kümmern, weil wir schaffen das einfach nicht, glaube ich, momentan. Klar, vielleicht wenn wir uns ewig heilen, also es wird ein ewig langer Kampf, wenn wir uns jetzt mit dem richtig anlegen. Ich versuche den gleich mal anzuschreien und gucken, was daraus wird. Okay, er ist immer noch da oben. Kommt direkt runter zu uns. Okay. Kumpel, du fliehst in die falsche Richtung, da muss ich nämlich lang. Eistroll. Das scheint zu klappen. Wir haben ihn in die Flucht geschlagen und jetzt weg hier. Aber ich habe oben noch seine Energieanzeige, das macht mich ein bisschen stutzig und nervös, muss ich ehrlich sagen. Ich konnte irgendwie quicksafen, ich glaube F5. Schnell speichern, ja wunderbar. Den Tipp habe ich aus den Kommentaren, vielen Dank dafür. Weil dann brauchen wir nicht wieder da den ganzen Weg gehen, falls er uns jetzt doch noch einholen sollte. Also, Feinde anschreien, die zu stark sind. Ob das auch mit Riesen klappt, aber bestimmt, oder? Sonst würde da ja stehen, aber nicht an großen Feinden benutzen. Mit brüllenden Zungen eroberten die Kinder des Himmels. Erobern die Kinder des Himmels. Sie grüßen das Erste Reich mit Schwert und Stimme und die Drachen zogen sich aus dieser Welt zurück. Ja, und das wollen wir auch. Wir wollen die Drachen anschreien, so wie wir den Troll gerade angeschrien haben. Ja, der Zauber ist echt praktisch, habt ihr ja gesehen. Wie der Troll reinhaut. Oh. Springen scheint hier nicht die Ausdauer oder sowas zu verbessern. Weil so viel wie ich jetzt gesprungen bin, da hätte schon mal was passieren müssen. Also wichtig immer Y zum Schreien bereithalten. Und langsam müssten wir doch mal auf diesem blöden Berg sein. So, da drüben haben wir noch ein Steinchen. Aber ich glaube, weit kann es ja, ja, ich schätze mal, weit kann es nicht mehr sein. Ich denke mal, dann in der nächsten Folge können wir dann vielleicht auf die Graubärte treffen. Junger Windrufer entschied sich für die Stille und kehrte zurück. Die 17 Disputanten konnten ihn nicht niederschreien. Junge der Stille, er baute sein Heim auf dem Hals der Welt. Ich habe, glaube ich, gerade Schritte vernommen. Okay, das sind unsere eigenen, das ist gut. Kein Troll, alles schön. Ja, wir sehen immer weniger von der Welt. Wir sind im übelsten Gebirge hier oben. Hätte mich ja gereizt, gegen den Troll zu kämpfen. Aber guckt mal da, das hat sich doch gelohnt, dieser lange, blöde Weg. Hier haben wir epische Statuen und... Ach, das ist doch dieser Held, der auch in der Stadt stand, ne? Das scheint auch der letzte Stein zu sein, jetzt vor... den Graubärten. Na, so. Nach jahrelanger Stille nannten die Graubärte einen Namen. Tipa Septim. Damals auch ein Jüngling wurde nach Hochgrad gerufen. Sie segneten ihn und nannten ihn Dovahkiin. Ja, und der bin ich jetzt. Der andere ist Geschichte. Ihr guckt mir mal an. Da ist er. Ne? So sieht der gute Mann aus. Ich hätte dann ganz gern auch eine Statue, wenn ich hier mit euch gesprochen habe. Hier haben wir aber noch ein Steinchen. Hochgrar, irgendwie so. Die Stimme bedeutet Verehrung. Folge dem inneren Weg, sprich nur in wahrer Not. Not! Kräfte können nur einmal am Tag eingesetzt werden. What? Was ist denn da los? Na gut, hier scheint es was. Truhe durchsuchen ist leer. Das sind sowohl Opfergaben oder sowas. Großer Sack. Kartoffeln. Hier haben wir noch ein Gegengift. Wir kommen erstmal an und klauen erstmal eine Runde, wie sich das gehört für Otto Normal, ne? Rote Äpfel, die können sie gerne behalten. Ja, der ist leer. Da nehmen wir noch eine Distel mit. Ja, und beim nächsten Mal betreten wir das Ganze hier, würde ich sagen, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!